Wenn Kinder in Massen das Staatstheater stürmen, muss etwas Besonderes anstehen. Ein Stück, bei dem sowohl Schauspieler als auch das junge Publikum musikalisch aktiv werden. Es ist die Geschichte eines Soldaten, der vom König um seinen gerechten Lohn gebracht wird. Mit Hilfe einer mysteriösen Fiedel stößt er auf 5 Gefährten. Zusammen wollen sie Gerechtigkeit und erfahren, dass die Prinzessin einen Wettlauf veranstaltet. Wer sie besiegt, darf sie heiraten. Schauspieler Christoph Bier verkörpert den Soldaten. Er ist neu im Opernensemble und spielt in diesem Stück seine erste große Rolle. Für ihn ist vor Kindern zu spielen etwas ganz Besonderes. Ich habe schon einige Kinderopern gemacht und meine Erfahrung damit ist einfach, dass Kinder wirklich ehrlich reagieren. Also die sind ja noch frei von diesen sozialen Zwängen, die uns so die Gesellschaft aufgibt. Und die reagieren halt einfach, ja, wenn sie jemanden böse und blöd finden, dann buhen sie. Und wenn sie jemanden ganz toll finden, dann flippen sie aus oder lachen, wenn was witzig ist. Also es sind sehr, sehr ehrliche Reaktionen, die da rüberkommen. Und das ist... Ich finde es sehr angenehm, vor Kindern zu spielen, weil wenn man das gut macht, dann erntet man auch einfach super Reaktionen dadurch. Also. Und begeistert waren die jungen Zuschauer allemal. Immer wieder unterstützten sie die 6 Gefährten mit ihrem Gesang und ihren Hinweisen. Ich fand es sehr schön, auch dass wir zusammen mitsingen konnten und dies auch sehr lustig für Kinder gemacht haben. Das Stück fand ich sehr schön, weil die Figuren waren sehr lustig und es ist einfach toll, immer wieder im Theater zu sein. Ich fand es schön, weil ich fand auch das Lied sehr schön. Das wurde auch schön zusammengestellt und auch wo die dann zusammenkamen und so. Ich dachte immer, der Wind kommt zuerst. Also als erstes bei dem, wo die Windmühlen sich dann so gedreht hatten, das sah dann so aus, ja. Also mir am besten persönlich gefällt der Große, der den Steinberg immer hin und her schleudert. Na, ich finde das immer lustig, weil er sagt immer so lustige Sachen und das ist, finde ich, sehr schön. Wer wissen möchte, ob die 6 den bösen König und die Prinzessin schlagen und ob die Gerechtigkeit am Ende siegt, der kann es am 14. und 25. Dezember um 11 Uhr und am 22. Dezember um 18 Uhr erfahren. Denn dann heißt es für die 6 Freunde,